Und damit herzlich willkommen zurück an Deck bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. So, wir setzen direkt wieder Segel. Direkt an Deck. Und dann machen wir uns hier Socken, ne? Erstmal von Tortuga weg. Wir können mal ganz kurz gucken, ob sich irgendwas... Oh, stimmt, wir hatten eine Level-Up, ne? Dann müssten wir gleich mal wieder irgendeine Dingsbumskirchen. Irgendeinen Punkt verteilen. Wir gucken mal, was wir hier brauchen könnten. Haben wir hier schon? Haben wir auch noch nicht investiert, ne? Vanishta haben wir schon. Profikanonier. 30% besserer Angriffsschaden gegen jedes Schiffsteil. Dann nehmen wir mal das hier, würde ich fast sagen. Denn wir haben den eingeteilt. Unser Kanonier hat all diese Fähigkeiten. Dann nehmen wir das hier mal. Dann haben wir nämlich Profikanonier auch mal drinne. So, sehr schön. Geht im Moment relativ schnell hier wieder mit Level-Ups. Nur muss man staunen. Nachdem wir eine ganze Zeit lang Flaute hatten irgendwie. So, dann mal gucken. 45 Tage haben wir Vorräte. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie weit ist Cayman weg? Das ist ein Ende, ne? Ich glaube, da müssten wir nochmal einen Zwischenstopp machen in Port-au-Prince, in der Hoffnung, da nochmal Lebensmittel zu kriegen. Denn wir haben eine etwas längere Rückreise von da aus auch wieder, ne? Kommt halt auch erschwert noch dazu. Das sollten wir nicht vergessen. Wir müssen halt nach Cayman segeln und von da aus halt auch wieder zurück. So. Ab zum Hafen. An. So. Sprinten nochmal zum Laden. Gucken nochmal wegen Lebensmitteln. Greetings and salutations, Captain. Now, what can I do for you? Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ganz so dolle viel brauchen wir natürlich nicht. Machen wir mal 4000 ungefähr. Ah. Und den Rest verladen wir auf unser Schiff. So, dann sind wir erstmal wieder voll, ne? Oder so gut wie voll. Lebensmittel haben wir damit alles. Medikamente könnte man theoretisch ein bisschen runterschmeißen. Ja, und den Rest behalten wir ruhig mal. Rum könnte man nochmal gucken. Ja, dann sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt für die lange Reise. Dann sollten wir eigentlich aufgestellt sein. Ich bin ja trotz alledem noch mal kurz in der Schenke gucken. Hier werden wir ganz kurz noch mal zwischenspeichern. Denn das sieht mir aus, als ob das hier wieder ein besonderer Kapitän ist. Ne? Das sieht mir wieder nach jemand Besonderem aus. Horatio Hornblower, oh. Okay, der will nicht mit uns reden. What will your orders be, Captain? Mir scheint, dadurch, dass er Engländer ist und wir mit den Engländern nicht so die atemberaubenden Verhältnisse haben, dass er deshalb nicht mit uns reden will, ne? We're always happy to see you. So, man sagt, die Holländer attackieren die englische Kolonie Port Royal. Aha. Interessant. Interessant, interessant. Alle Nationen sind momentan mit irgendwen im Krieg, ne?
ist wirklich interessant. Dann werden wir mal wieder Segel setzen. Auf geht's, ab geht's. Jetzt kommt der Wind natürlich verdammt schlecht gerade. Er kommt ja richtig ungünstig, der Wind gerade. Funktioniert ja mal gar nicht. Das ist leider echt ungünstig. Mal ganz kurz nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt hier ungefähr, ne? Jetzt müssten wir theoretisch bloß ein Stückchen weiter geradeaus in die Richtung sehen. I see a pennant. 6 Schiffe. Boah. Geh weg hier. Mal gut, dass man das immer noch mal abwehren kann auf die Art und Weise, ne? Das ist echt heftig in der letzten Folge, dass wir das mit der Festung noch nicht hingekriegt haben. Ich hab das echt unterschätzt, wie stark diese Festungen hier in diesem Teil der Sea-Dogs-Reihe sind. Wo wir im vorigen Teil, also Caribbean Tales, einfach mal mit einem einzigen Schiff quasi eine ganze Festung auf Stufe 2 runtergeschossen haben, haben wir hier echt arge Probleme. Ah, hier ist schon Cayman. Große Frage ist natürlich, wir müssen an irgendeinen Hafen, glaube ich, ne? Wir müssen, glaube ich, an irgendeinen Hafen. Wir sind, glaube ich, oder gibt es hier noch andere Standorte? Küste von Esmeralda und verlassener Strand. Ja, die Frage ist, wo sind wir gerade? Oh, schon wieder Kopfgeldjäger, ernsthaft? You run fast, Cap, but you can't escape us. Oh, so langsam wird's ein bisschen albern. Langsam wird es echt ein bisschen albern mit den Kopfgeldjägern hier, ne? Langsam wird es echt ein bisschen albern. Bisschen nervig mittlerweile mit den Kopfgeldjägern hier. Sache ist halt, ich würde halt zu gern den Spaniern mal eine Lektion erteilen, ne? Und denen irgendwie mal eine Stadt abnehmen oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dafür einen Auftrag brauchen. Oder ob wir das auch einfach so erledigen können. Weil mal ganz davon abgesehen, dass es momentan außerhalb unserer Reichweite liegt, ne, wie wir festgestellt haben. So, den Rest brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Unsere Schatzkarte. Müssen wir mal gucken. Schatzkarte. So, auf dieser Karte von Cayman können Sie eine Schatzposition sehen, die nach einer Höhle rechts von einem Wüstenstrand in einer Truhe über einem großen Felsen zeigt. Okay. Wir müssen also zu einer Höhle, hm? Rechts von einem Wüstenstrand. Mal gucken. Wir gehen einfach mal die Richtung. Okay, und jetzt nach rechts, haben sie gesagt. So, das würde ja theoretisch heißen, in die Richtung hier, ne? Gucken, ob das hier ist. Hier ist ein anderer Strand. Will ich mich verarschen? Hier ist ein anderer Strand.
Tja, dann gehe ich mal stark davon aus, dass die den Strand hier eigentlich meinten. Dann wäre rechts jetzt in die Richtung hier. Das Gute ist, die Insel scheint nicht wirklich groß zu sein. Also mehr als zwei Richtungen wird es hier wahrscheinlich nicht wirklich... Ah ja, hier ist die Höhle schon. Okay. Ist das jetzt nochmal? Lass nochmal gucken. So, rechts von einem Wüstenstrand in einer Truhe über einem großen Felsen. Über einem großen Felsen. Wahrscheinlich in der Höhle irgendwo, ne? Würde ich jetzt vermuten. Gehe mal nicht davon aus, dass das jetzt hier irgendwo ist. Das wird in der Höhle irgendwo sein. Wir gucken mal rein. Ah ja, da hinten. Glaube ich das? Unverschämten Untoten, bleibt tot, glaube ich das? Bosch, was du kannst, kann ich auch. Ob ich das hier will, er mir hier ein Loch in Pelz schießen. Ruhe im Karton. Wir machen mal eins. Wir legen mal ein bisschen was von den... Wir legen mal ein bisschen was von den komischen Musikinstrumenten hier mal wieder ab. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Das Durchscrollen mit den Karten ist halt echt unangenehm. Wäre irgendwie cooler, wenn man ein richtiges Inventar hätte, wo man halt einfach die Sachen auswählen kann. Und den Eimer packen wir auch mal runter. Ärgerlich, dass wir die Statuen jetzt nicht mitnehmen konnten. Gut, aber mehr brauchen wir, denke ich, auch nicht. Die Musikinstrumente. Ist interessant, aber ist jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. So, jetzt müssen wir bloß den richtigen Strand wiederfinden, wo unsere Schiffe warten, ne? Ich glaube, das war hier jetzt irgendwo. Ah ja, müsste der rechte. Oh nee, nicht schon wieder Kopfgeldjäger. Ist aber mein Luch hier. Ich hätte dir ein paar interessante Dinge dabei. Du wolltest mir also in die Taschen greifen und meine Wertsachen klauen? Sehe ich nicht. Das ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen ätzend hier, ne? Das hasse ich.
Nehmen wir zumindest die Hälfte mit. So, das war der Streich, ne? Das war dieser Streich. So, die große Frage ist, was machen wir jetzt hier? Wir können mal gucken bei Karten, wo wir hier jetzt gerade in der Nähe sind. So, wir könnten theoretisch, aber das wäre sehr gefährlich. Wir könnten erstmal nach Port Royal segeln und von Port Royal könnten wir mal einen Abstecher nach Puerto Bello machen. Und könnten mal gucken, ob da die Schatzflotte noch irgendwo rumtingelt, ne? Das wäre eine Idee. Machen wir auch ich mal. Ich hoffe bloß mal, dass wir in der Zeit jetzt mittlerweile schon wieder, müssen wir mal gucken. Ich hoffe mal, dass wir schon wieder neutral mit England stehen. Ah ja, neutral. 23.000 mittlerweile. Wow. We've got company, Captain! Anscheinend ist es glücklicher Gentleman. I see a pennant. Das könnte interessant werden. Das könnte interessant werden. Aber es sind bloß zwei kleine Schiffe, ne? Leute und eine Korvette. Ja, schade. Schade, schade. Denn wo wir das erste Mal auf einen glücklichen Gentleman getroffen sind, da hatten wir damals unser Schlachtschiff bekommen, ne? So, die Frage ist, hauen die ab oder bleiben die hier? Das ist jetzt die große Frage. Problem ist nämlich, wir kommen nicht wirklich gut ran, ne? Wir sind ungünstig im Wind. Ja, die fangen schon wieder an, unsere Segel zu zerschießen. Die fangen schon wieder an, unsere Segel ins Kreuzfeuer zu nehmen hier, diese widerlichen Burschen. So, den hätten wir. Den hätten wir schon mal. Kritischen Treffer hat er auch abgekriegt. Brennen tut er auch. Boah, könnt ihr mal aufhören, meine Segel zu zerschießen? Machen ganz schön Schaden an unseren Segeln hier, muss man ja mal sagen. Naja, müssen wir sie halt versenken. Wie gesagt, durch die Windrichtung kommen wir eh nicht wirklich ran. Jetzt dreht der Wind auch noch. Na, läuft da ab. Reparieren können wir nicht. Ich hoffe mal, dass der das automatisch macht. Dann wieder auf nach Port Royal ersetzen. Bin mal gespannt, ob die Holländer da noch gegen die Engländer kämpfen im Moment, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Versucht abzuhauen. Was ist denn das? Anscheinend ist das ein Handelskonvoi. 5 Schiffe. Kaufmänner eskortiert von 3 Schiffen als Schutz. 8 Schiffe. Das ist mir ein bisschen zu unübersichtlich. Das ist mir ein wenig zu unübersichtlich. Und beim Port Royal. Mal spannend. I see a pennant. So, was haben wir hier? Handelskonvoi, 4 Schiffe und 3 Eskorten. Dass immer so viele gleich sind, ne? Das macht es immer so unglaublich unübersichtlich irgendwie. Macht die Sache immer dolle unübersichtlich.
Oh, wer ist er denn? We've got company, Captain! Es nähert sich ein Schiff, anscheinend ist es Brig Cobra. Die müssen wir mal angreifen, weil da haben wir eine Aufgabe für. Da haben wir einen Auftrag für, das Ding müssen wir entern. Da haben wir einen Auftrag für. Das Problem ist natürlich, wir kommen mal wieder nicht hinterher, ne? Wir kommen mal wieder nicht hinterher und der gibt natürlich Fersengeld. Der gibt natürlich wieder fleißig Fersengeld, der Bursche. Da kommen wir halt bei weitem nicht hinterher. Das hat keinen Sinn. Der ist halt viel schneller als wir. Das können wir vergessen. Das ist jetzt der Nachteil, dass wir so einen riesen Pott haben, ne? Das ist ein bisschen der Nachteil gerade. Naja, der entkommt uns. Hat er Glück? Das muss man ihm lassen, da hat er Glück. Verfolgung können wir einstellen. Verfolgung können wir einstellen. Den kriegen wir nicht mehr. Sei denn... Denn die Windverhältnisse kommen nochmal anders. Oh. Halt erstmal richtig in Reichweite kommen. Ja, und rüber. Den Burschen müssen wir uns schnappen. Der ist für eine Mission. Haben wir das auch endlich mal erledigt. War ein schnelles und kurzes Gefecht. Ah, wir können gerade gar nichts mitnehmen, sehe ich gerade, ne? Nee. Maximal vielleicht mal einen Ring. Da ist leider Gottes unser Inventar schon wieder überladen. Komm, hau ab, lass mich durch. Lass mich durch! Oh, ja, was haben wir denn schon wieder an zu vielen Kram dabei hier? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwelche schweren Sachen schon wieder anscheinend. Ach, diese komischen Musikinstrumente haben wir immer noch dabei. Da brauchen wir uns nicht wundern, ne? Die wiegen natürlich wieder verdammtes, Tonnengewicht. Nehmen wir doch lieber ein paar kleinere Sachen mit. So, dann wollen wir den Kapitän mal stellen. Sir, you've sunk our ship. What the so. Hell? Was zum Teufel ist hier los? Warum haben sie mein Schiff angegriffen? Auf Bitten einer gewissen Lady Ansere Clement. Erinnern Sie sich an diesen Namen? Was zum Teufel? Oh, ich glaube es nicht. Glauben Sie es, mein Freund. In Ordnung, aber... Erwarten Sie nicht, dass ich einfach so selbst sterbe. Egal. Und danke für das Gespräch.
Es hat mir etwas Kraft gegeben. Sie können mir aber glauben, dass sie mir trotzdem nicht sympathisch sind. Wie unhöflich, ne? Nun, das lässt sich wohl kaum verhindern. Okay, zeigen Sie, was Sie können. Oh, wie geht's da? So, damit haben wir die Aufgabe erledigt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mission erfüllt. Cool. So, dann gucken wir gleich mal. Munition. Können wir theoretisch alles wieder mitnehmen. Ne? Jetzt haben wir ein bisschen was verballert. Füllen wir gleich unser Munitionslager wieder ein bisschen auf. Pulver. Ist erstaunlich wenig Lebensmittel immer an Bord der Schiffe hier, ne? Echt erschreckend. Hier natürlich sehr viel Ladung dabei. Mal, dass wir da ein bisschen was mitnehmen können. So, passt. Sehr gut. Sehr gut. Logbuch aktualisiert. Gucken wir gleich mal. So, Tortuga und der Zorn der Frauen. Das heißt, in Tortuga können wir demnächst in die Kirche gehen und den Auftrag hier abgeben. Müssen wir uns unbedingt mal merken. So, sehr gut. Dann können wir erstmal wieder auf die Karte. Dann drehen wir nochmal um. Was ist da für ein Schiff? Das große da, eine schwere Galeone. Nee, danke. Schwere Galeone ist mir zu mickrig. Da habe ich kein Interesse dran. Ist aber teilweise echt heftig, wie schnell ein Piratenschiff. Ist aber teilweise echt heftig, wie schnell man hier irgendwie, Alter, wollen die viel Gold haben. Wie schwierig das ist, die Missionsschiffe zu erkennen, ne? Das sah fast aus wie ein spanisches Schiff. Von den Segeln her. Dann diese kleinen, winzigen Piraten laufend attackieren hier, ne? Das ist halt nervig. Hafen. Gefecht scheint aber vorbei zu sein. Ne? Wenn wir mal Luki Luki machen. 204 Kanonen sogar. Der Dick ist noch stärker. Alter. Was sind denn das für Festungen, ey? Hafen von Port Royal. Dann legen wir hier mal an. Uns mal ganz schnell Richtung Lager, verkaufen ein bisschen Ladung, damit wir wieder ein bisschen Platz kriegen. Well, is there anything you need from me, Captain? Was haben wir denn Schönes? Momente könnte man theoretisch ein bisschen runterschmeißen. Segeltuch können wir ein klein bisschen runterballern. Gehen wir mal auf bis 200. So. Bohlen werden wir leider gar nicht los. Kaffee. Auch wenn wir jetzt dabei miese machen, weil die das selber verkaufen. Aber dann schmeißen wir mal runter. Oben nehmen wir gleich wieder ein bisschen mit. Gucken wir nochmal. Wir hatten noch ein paar Restbestände, ne? Sklaven werden wir natürlich nicht los. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. So, und dann erstmal den ganzen Krempel aus der Schatzgrotte verkaufen, ne? Oh, was ist denn das hier Schönes? Schöpfergott, der die Menschen füttert. Plus 20 Handel. Oh, ne, das nehmen wir doch mal gerne mit. Weg plus 0,3. Das nehmen wir doch mal gerne mit. Das ist das zweite Totem, was wir jetzt mal zu Gesicht bekommen haben, ne? Das lohnt sich doch mal. Das lohnt sich doch mal.
Müssen echt mal gucken, dass wir ein weiteres Kartenstück hier mal kriegen. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir bald mal wieder ein neues Kartenstück kriegen, damit wir den nächsten Schatz heben können. So, jetzt bin ich echt gespannt. Wir haben ja aus der Schatztour jede Menge Edelsteine rausbekommen, ne? Alleine die sind schon fast 50.000 wert. Boah. Haben wir fast unsere Ausgaben, die wir beim französischen Vizekönig begleichen mussten, wieder raus, ne? Probiert sich schon wieder ordentlich zusammen hier, das ganze Gold. Und das hier noch runter. Ja. Silberbarren noch. Ah, die hatten wir. Die hatten wir aus der Schatztruhe, glaube ich, ne? So, die bringen fast 300.000. Boah. Hat sich gelohnt, möchte ich mal behaupten. Oh, die Pfeifen können noch runter. So, einen von den Aztekenkalendern können wir noch verkaufen. Das hier noch runter. Wiegt halt viel zu viel, ne? 10 Gewicht, das Ding, ey. So, dann haben wir erstmal alles wieder. So, dann gehen wir nochmal Richtung Kneipe. Nochmal, ob wir irgendwelche besonderen... Oh! Red Legs Grace. Vorsichtiger Paar, ich weiß, sie sind Daniel de Montreux. Ich habe alles über sie gehört. Gentlemen, wenn ich mich vorstellen dürfte, hat er gerade selber gesagt, ne? Ich bin Red Legs Grace, Kapitän Barkentine Victory, oder der Barkentine Victory. Der berüchtigste Korsar in ganz Spanien. Ich erinnere mich an Sie. Kapitän, Sie sind ein sehr berühmter Mann. Ja, berühmte Frau in unserem Fall, ne? Deshalb biete ich Ihnen einen Teil eines ziemlich verlockenden Unternehmens an. Das bleibt aber unter uns. Reden wir über die Details in der Kapitänskajüte der Victory an, auf einem fast feinem Ale. Okay, nehmen wir mal an, ne? Das nehmen wir mal an. Ah, hier kriegen wir wieder eine Schatzkarte. Ich habe da etwas Besonderes für Sie, für einen großartigen Preis. Und was ist das? Das ist eine tolle Karte. Sie, so etwas finden Sie nicht im Laden. Es zeigt Ihnen den Weg zum Schatz. Okay, dann gucken wir mal. Was wird er dafür haben? 14.000, nehmen wir mal, ne? So, dann bin ich mal spannend. Was haben wir denn hier? So, Gegenstände. Karten. So, was war das erstmal? Dies ist ein Teil einer Karte, die offensichtlich zu einem Schatz führt. Es ist unmöglich, den Ort zu finden, weil dieses Stück allein sehr wenig Informationen enthält. Aber sicherlich liegt irgendwo der zweite Teil dieser Karte. Und eines Tages werden sie ihn in die Finger bekommen. Und dann wird alles offensichtlich. Okay. Und jetzt haben wir hier eine neue Schatzkarte. So. Die Karte ist frisch und das Papier ist noch nicht vergilbt. Wenn sie den Markierungen Glauben schenken, ist der Schatz irgendwo in der Nähe von... in einer Höhle vom Ausgang von Portobello. Mhm. Unter den Planken in einer Sackgasse. Okay, also in einer Höhle bei Portobello. Das passt ja, da wollte man ja wegen der Schatzflotte sowieso mal hinsegeln, ne? Passt also ganz gut. So. Schnappen wir uns hier nochmal ein paar Leute. Und dann wieder auf zum Hafen. Und dann würde ich sagen, alles weitere, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Ne? Sowohl unsere Schatzjagd, als auch mal Lucky Lucky machen, ob wir die Schatzflotte in Portobello antreffen. Das dürfte sehr interessant werden, denn ich gehe mal stark davon aus,
dass das mitunter die stärkste Flotte im Spiel sein wird. Heißt also, neben Gold und Silber, was wir erbeuten können, wahrscheinlich auch das ein oder andere Großkampfschiff, vielleicht sogar ein Manowar, ne? Das größte Schiff im Spiel. Lasst euch mal überraschen. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. Bleibt mir treu, bei Ihnen bleibt schön gesund und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ringehauen und ciao, ciao.